Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wie versprochen, geht's mit der Quest Die Hyäne weiter, ist eine Hauptquest. Und wir müssen mal schauen, ob wir die dort hinten in den Bergen finden. Es hieß ja, wir sollten sie nicht stören, weil sie dann gleich komplett aggressiv wird, weil die irgendwie so komische Kristalle sammelt. Aber das werden wir jetzt schon mal schauen. Vielleicht können wir ja irgendwie ein Attentat machen, dann ist es gleich vorbei. So, und schauen wir doch mal. Ich bin echt gespannt mit der Sphinx, was wir da bekommen, wenn wir die 12 Sternbilder dann haben. Ich glaube, zwei haben wir ja schon, müssten es noch 10 sein. So, schauen wir mal, ob wir da durchreiten können. Dann auf jeden Fall schon mal ein paar Hyänen. Okay. Überall Hyänen. Wollen wir die mal killen? Dann können wir uns ein bisschen. Könnten wir eventuell ein paar Ressourcen abstauben? Komm, du rennst genau mein Speer rein. Bums. So, mein Pferdchen. Das lassen wir mal hier. Ich denke mir, dass hier noch mehr Hyänen rumrennen werden. Schon der Weg, hey. Aber für Bayer kein Problem. Die Landschaft ist wirklich geil gemacht. Ein bisschen langsamer jetzt vorgehen. Okay, da ist ein Schatz. Die nehmen wir natürlich mit. Schauen wir mal, was sie rumkriegt. Fangen, okay. Hier scheint alles frei zu sein. Was ist drin gefangen? Eine Monsterhyäne wahrscheinlich. Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khaliset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Halt doch mal die Schnauze, Mensch! Bitte renn alleine weg. Gnade!
Hab Dank, Magi. Die Hyäne, wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich bin der Letzte. Die anderen hat sie schon vor Stunden geholt. Wo sind sie? Sie bringt sie um. Ich weiß es. Sie, ihre Hände. Oh Götter! Ihre Hände sind voller Blut. Frieden, mein Freund. Du bist frei. Ich kümmere mich um Khaliset. Wo bringt Khaliset die Gefangenen hin? Und warum? Warum sollte sie eines ihrer treuen Tiere einsperren? Das nehmen wir doch gerne mit. Was ist hier? Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Oh, da war ich doch gerade, Mensch. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Hier wird hier noch was. Bisschen was zu plündern. Nichts zu sein. Okay. Weiß ich nie. Einfach mal alles nachschauen. Das ist wahrscheinlich der andere Weg. Okay. Ja, das passt doch eh, dass wir den Portpunkt dort haben. Dann können wir nämlich gleich da runterrutschen. Und dann sind wir gleich am Ziel. Sehr schön. Okay, die sehe ich schon gleich dort unten. Hyänen. Khaliset muss da drin sein. Warte mal, können wir gleich mal eine Brandbombe darauf ballern? Eine haben wir noch. Verpissen Sie sich. Da ist ein Loch. Finde die antike Tafel. Ich bin in der Pyramide und suche nach Khaliset. Sie versteckt sich irgendwo in der Cheops-Pyramide. Alles klar. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Ich würde gerne die Tafel finden.
gibt es aber bloß einen Weg, so wie es aussieht. Ah, das wird der andere Weg gewesen sein. Nee. Ah, da oben ist die Tafel. Gehen wir nochmal schnell zurück, Leute. Weil ich würde die schon gerne mitnehmen. Wenn es denn die Tafel ist. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Aber hier geht nämlich auch noch ein Weg lang. Das zeigt mir da oben alles an. Okay. Okay, es geht da oben. Hier geht's rein und unten würde es auch nochmal reingehen. Dann gehen wir mal hier durch. Boah, ich habe schon gedacht, das sind Schlangen oder sowas. Oh, was haben wir da gefunden? Okay, haben wir das hier kaputt? Und schon sollten wir... Kommen. Ah, das kann die Tafel sein, ne? Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Jawohl. Genau die wollte ich finden. Oh, da kriegen wir sogar einen Fähigkeitspunkt dafür. Alles klar. Oh, einen schönen Bogen. Kohlenkristall. Da oben noch irgendwas. Ich geh halt durch. Ich hätte darüber müssen, oder?
dich rein. Ganz schön Instanz, kannst du sagen, hey. Wahnsinn. Wenn jetzt irgendwelche komische Fallen noch sind. Dass K., der an diesem prächtigen Gebäude gearbeitet hat, bis er starb. Er war ein Steinmetz. Ein Seil. Ich dachte, sie ist so eine Schlange oder sowas. Okay, hier geht's auch wieder runter. Ich komme jetzt wieder raus hier. Okay, sind wir wohl falsch gelaufen. Das heißt wieder zurück. Ich komme wieder nicht mehr hoch, oder? Oh nee. Ich komme wieder nicht mehr hoch. Schwede. Muss ich da nochmal rumlaufen oder was? Das wäre halt interessant, wo diese blöden Hyänen waren. Ich glaube, das war. Nur noch mal komplett da rumlaufen, ich dreh durch. Okay, da sind die Hyänen. Dann gehen wir noch gleich noch mal da lang. Wow. Schauen, wo der Eingang war. Okay. So, okay, dann gehen wir jetzt aber mal rechts durch den Spalt durch, weil wir sind ja vorher links gegangen. Irgendwo muss ja die Bitch sein. Ich muss bloß aufpassen, dass ich halt nicht komische Dinger da runterrutsche. Hier waren wir ja vorher, hier haben wir vorher umgedreht. Genau, das ist jetzt ein neuer Weg. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Schnauze. Was für ein Spiel spielt sie hier? Will ich einheizen. Da ist ein Loch, okay. Bevor wir das Loch springen, werden wir hier aber erstmal looten, Leute. Looten. Looten und leveln. Okay. Geht's hier jetzt noch weiter oder nicht? Nee, hier geht's nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen in das Loch. Das Loch. Hinfort! Osiris darf nicht gestört!
zerstört werden! Schnauze. Diese Barriere. Was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Wow. Wo bin ich hier? What the fuck? Grab. Versteckst du dich hier, Hyäne? Was ist denn das? Ah, das ist... Oh, ich sehe gar nichts. Das ist das Zeug, was sie sammeln tut. Das ist Kohlenstoff... Zeug da. Erstmal alles mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich da einfach reingehen kann. Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Okay, wir untersuchen mal. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Okay, müsste das letzte hier sein. Da vorne ist ja der ganze Kohlenstoff, oder? Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangenen mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Öffne den Sarkophag. Okay. Gar keiner drin. Ein Kind. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Ah!
mein Sohn! Okay, die ist rausgeflohen. Schauen wir nochmal, ob wir sie kriegen. Aber erst immer das Zeug mit looten, Leute. Natürlich auch noch mit. Komm und stell dich mir, Feigling! Ja, komm. Also eh keine Chance. Okay, hier waren wir doch vorher schon. Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im Sand, du Narr. Und nimm den Sand mit. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Die ist ein richtiger Boss, oder was? Sehen ist auch nicht verfügbar. Wo ist die Bitch? Besser, wenn ich mich hier ein bisschen verstecke. Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Den Tod durch meine Hand. Du versuchst das Unmögliche, Khalis-Set. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Lasse besser den Mund zu. Schön, wenn man so viel sieht.
Vieh! So, mal schauen, wo die Bitch ist. Ja, erstmal schnell Energie auffüllen. Okay, ich glaube, das geht nicht weiter. Wo ist die denn? Meine Esche an meiner Seite! Sei dankbar! Dein Blut wird helfen, sie zurückzuholen! Deine Tochter ist tot, Ralicet! Nichts kann sie zurückbringen! Gar nichts! Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle! Genug deiner sinnlosen... Nein, halt die daneben! Dann lassen wir die Waffen sprechen, Hyäne! Und dich schickt man, um mich zu töten? Die Flöhe meiner Hyänen sind gefährlicher! Du solltest besser aufgeben, Ralicet! Ich kenne deinen Schmerz. Du weißt nichts von meinem Schmerz. Kein Kind wünscht sich so etwas von seinen Eltern. Sprich nicht von den Wünschen meines Kindes. Bist du bereit? Ciao, Bella. Bye. Du bist gut. Busch. Bam. Alter Schwede. Aber geil. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte!
Zweimal einen riesen Angriff daneben geballert, ey. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Khalised. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der Folge? Okay, schon wieder, dann doch schon 36 Minuten. So, wenn es euch dann ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Und ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.